Andacht über 2. Korinther 5, Vers 17. Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes, des Vaters, der uns geschaffen hat, im Namen Jesu Christi, der uns zu neuen Menschen macht, und im Namen des Heiligen Geistes, der in uns die Verbindung zu Gott hält. Alles neu macht der Mai, so hat's Hermann Adam von Kamp gedichtet. Der Frühling mit seinem frischen Grün, mit den längeren Tagen, das zeigt, wie schön Erneuerung ist. Zeit zum Aufatmen, Zeit sich zu freuen über das Licht nach dem langen Winter, über die Blüten an den Bäumen und über den Duft, über die Rufe der Vögel und die angenehme Wärme. Alles lebt auf, was im Winter geruht hat, was vorher braun und dürr war. Alles neu macht der Mai. Alles neu macht Jesus Christus. So ähnlich schreibt Paulus. Was vorher war, ist vergangen. Ich bin ein neuer Mensch. Gott sei Dank. Zeit zum Aufatmen. Nur erstmal merke ich äußerlich nichts davon. Meine Nase bleibt die gleiche. Die Brille brauche ich immer noch. Manche Narbe sieht man immer noch. Probleme und Streitigkeiten lösen sich auch nicht einfach auf. Macht Jesus Christus also doch nicht alles neu? Paulus weiß das, denn ihm geht es ja genauso. Und trotzdem schreibt er, was vorher war, ist vergangen begonnen. Eben obwohl er selbst weiß, dass nicht einfach schlagartig alles schön, einfach und gut wird. Er selbst muss seine Krankheit weiter ertragen. Gott hat ihn nicht geheilt, obwohl er bestimmt sehr darum gebetet hat. Er muss es weiter ertragen. Trotzdem spürt er, dass das Leben mit Jesus ihn verändert hat. Obwohl er krank ist, obwohl andere Menschen ihn und seine Botschaft verleumden, vertraut er Gott. Und das, was ihn bisher so zu schaffen gemacht hat, verliert die Macht über sein Leben. Er fühlt sich immer noch verletzt von den Anfeindungen. Er hat immer noch Angst, dass er zu wenige Menschen mit seiner Botschaft erreicht. Doch diese Angst, die bestimmt ihn jetzt nicht mehr. Für Paulus zählt jetzt, dass er seine Aufgabe angeht, dass er weiter für Jesus unterwegs ist, dass er immer wieder aufsteht und weitermacht. Ich finde Paulus dabei deswegen auch so glaubwürdig, weil er selbst oft genug mit Problemen zu kämpfen hat, weil er nicht einfach nur einen schönen Wettergott verkündet, das Leben immer einfach sonnig und schön ist, sondern er vertraut dem Gott, der für mich gestorben ist, für den ich keine Vorleistung bringen muss. Er vertraut dem Gott, der in mir etwas verändert. Egal, ob meine Nase krumm ist, meine Brille zu stark, meine Narbe zu lang oder der Streit noch nicht gelöst. Aber all das bestimmt mich nicht mehr. Ich bin ein neuer Mensch und kann mich auch so verhalten. Ich bin einer, der mit Gott lebt und kann dabei aufblühen wie die Blumen im Frühling. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Amen. Gott, unser Schöpfer, jeden Morgen weckt uns der Jubel der Vögel. Die Blumen sind so bunt wie deine Gnade. Du hast Jesus Christus zu neuem Leben erweckt und machst auch mich neu. Lass mein Herz jubeln aus Freude über dieses neue Leben und hilf mir, die Verbindung zu dir zu halten. Breite deine Hoffnung auch unter denen aus, die müde und verzweifelt sind. Amen. Und so segne und behüte euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.